Verantwortung und Kommunikation mit anderen. Mr. Krishnamurti, in dieser Reihe von Unterhaltungen, die wir hier führen, haben wir über die Transformation des Menschen gesprochen. Sie sagen, dieser Wandel hängt nicht von Wissen und Zeit ab. So wie ich jetzt hier wieder den Faden wieder aufnehme, komme ich an einen Punkt, der sehr kritisch ist, sehr, sehr heftig. Die Beziehung der Kommunikation. Ich erinnere mich an einen Punkt in unserer Unterhaltung gestern, was sehr helfend für mich war. Und ich habe angefangen, eine Frage zu beantworten, und Sie haben mich immer wieder unterbrochen und habe mich und die Zuschauer immer wieder daran erinnert, dass das Wichtige hier ist nicht, eine theoretische Konstruktion daraus zu machen, und auch nicht, sondern vielmehr an den richtigen Punkt zu kommen, um viel weiter darüber hinauszugehen, wo wir noch nicht einmal angefangen haben, darüber nachzudenken. Das war sehr wertvoll für mich. Und ich dachte, wenn Sie mir übereinstimmen, dass es sehr hilfreich wäre, wenn wir heute an diesem Punkt uns über den Punkt der Kommunikation unterhalten können. Und dann würde sich das alles entfalten. Ich frage mich, Sir, was bedeutet das Wort Kommunikation? Zu kommunizieren bedeutet, setzt voraus, nicht nur verbal, sondern auch ein Zuhören im Moment, in welchem es ein wirkliches Teilen gibt, ein gemeinsames Denken. Nicht akzeptieren, was der eine oder der andere, also du oder ich, gesagt hat, sondern gemeinsames Teilen, zusammen denken, zusammen erschaffen, kreativ sein. All das ist involviert in dem Wort Kommunikation. Und in dem Wort ist auch vorausgesetzt die Art, die Kunst des Zuhörens. Die Kunst des Zuhörens verlangt eine Qualität der Aufmerksamkeit, in welcher es wahre, wirkliche Aufnahmebereitschaft gibt. Ein wirkliches Sinn für eine Einsicht haben, während wir hier weitermachen. Nicht getrennt, nicht danach, sondern am Anfang, während wir hier sind. Gemeinsam laufen, die ganze Zeit. Eine fortdauernde Aktivität, nicht der eine macht eine Aussage, der andere denkt darüber nach und sagt dann, also ich stimme zu, ich stimme nicht zu, ich akzeptiere das, ich akzeptiere das nicht, aus diesem Grund akzeptiere ich es nicht, aus diesem Grund akzeptiere ich es. Nein, wir laufen zusammen. Wir laufen auf demselben Pfad, auf derselben Straße, mit derselben Aufmerksamkeit und mit derselben Intensität, zur selben Zeit, sonst gibt es keine Kommunikation. Exakt. Kommunikation legt voraus, es muss auf demselben Level, zur selben Zeit, mit derselben Intensität, müssen wir gemeinsam gehen können. Wir denken zusammen, wir beobachten zusammen, wir teilen alles zusammen. Würden Sie damit vorschlagen, dass diese Aktivität unterstreicht es das gemeinsame Sprechen? Oder kommt man zu einer Handlung, bevor man überhaupt angefangen hat mit Sprechen? Wie funktioniert das? Nein, wir sagten, was ist die Kunst des Zuhörens? Das fragt mir doch, oder? Die Kunst des Zuhörens setzt voraus, oder etwa nicht, dass es nicht nur das verbale Verstehen ist und darum geht, zwischen dir und mir, weil wir sprechen beide Englisch. Wir wissen auch die Bedeutung der Worte, mehr oder weniger. Und zur selben Zeit teilen wir das Problem gemeinsam. Wir teilen das Problem, die Sache zusammen. Es ist eine Sache über Leben und Tod, absolut. Wenn wir uns beide ernsthaft mit etwas beschäftigen, dann teilen wir das. Also,
In Kommunikation gibt es nicht, also es gibt nicht nur verbale Kommunikation, es gibt eine viel wichtigere nonverbale Kommunikation. Ja. Welche wirklich ins Leben kommt und geschieht, wenn man jemandem wirklich zuhört, wo es kein Zustimmen, kein Ablehnen, keine Bewertung, Vergleichen, kein Verurteilen gibt, einfach die Kunst, die Handlung des Zuhörens. Ich hoffe, ich folge der richtigen Spur hier, wenn ich vorschlage, dass es eine Beziehung gibt, sehr tief zwischen Kommunikation und was wir in Englisch Kommunion nennen, Kommune. Also, wenn wir in Kommunion sind, dann werden die Chancen zu kommunizieren einfacher, besser. Ja, richtig. In Kommunion miteinander zu sein, um in Kommunion miteinander zu sein, müssen beide von uns sehr ernsthaft über dasselbe Problem zur selben Zeit sein, mit derselben Leidenschaft. Ansonsten ist es keine Kommunikation. Exakt. Wenn du dich nicht interessierst, was gesagt wird und denkst an was anderes, dann hört die Kommunikation sofort auf. Also, es gibt eine verbale Kommunikation und eine nonverbale Kommunikation. Beide geschehen zur selben Zeit. Das eine überlagert nicht das andere, also folgt dem anderen, oder? Ja, sie bewegen sich zusammen, ja, ja. Das bedeutet, dass jeder von uns ernsthaft sein muss und seine Aufmerksamkeit dieser einen Sache während der Kommunikation hingeben muss. Diese Handlung der Ernsthaftigkeit, die geschieht, erfordert die absolute, hingebungsvollste Aufmerksamkeit. Also, ein Mann, der sehr ernsthaft ist, lebt, nicht der Mensch, der irgendwie nur unterhalten werden will oder sich ablenkt, der lebt gar nicht. Die generelle Wahrnehmung, ernsthaft über etwas zu sein, bevorzugt meistens, Schmerz durchgehen zu müssen, oder ich bin zwar ernsthaft in irgendeinem Thema, um etwas anderes zu bekommen, und diese beiden Dinge als eine Regel ist, was die Menschen sich mit unter Ernsthaftigkeit vorstellen. Wir hören oft diesen Ausdruck, ey, guck doch nicht so ernst rein, schau doch nicht so ernst, weil wir auch Angst haben. Es scheint, dass wir Angst haben vor etwas Ernsthaftem. Wie wir gestern sagten, schauen Sie, die Welt ist in einem miserablen Zustand und es ist doch meine Verantwortung, in dieser Welt zu leben, als ein menschliches Wesen, der diese Welt erschaffen hat, mitverantwortlich ist. Es ist meine Verantwortung, ernsthaft zu sein, um dieses Problem zu lösen. Ich bin ernsthaft, das heißt nicht, dass ich ein dummes Gesicht mache oder unglücklich bin oder daraus nichts machen will. Nein, aber das Problem muss gelöst werden. Ja, es ist, wenn du Krebs hast, dann ist dir das doch ernst, du spielst doch dann nicht mehr rum, oder? Handlung in Beziehung zum Ernsthaften ist dann immer gegenwärtig im Moment. Das wirft nicht nur eine weitere Frage auf, ich möchte nicht weitergehen, wo wir noch nicht angekommen sind, ich möchte nicht zu weit hinausschießen, aber dass Zeit für einen Menschen, der sehr ernsthaft ist, etwas sehr anderes bedeutet für das, was er tut. Das wirkt natürlich für die unseriösen Menschen ganz anders. Es wirkt so dragged out oder Zeit, die investiert werden muss. Nicht etwas, das man verlieren kann oder hinzugewinnen kann. Vielmehr ist es Tatsache, dass man in dieser weiterfolgenden Kommunikation, in welcher Kommunion sich immer gegenseitig aufnimmt und weiter bewegt,
existiert Zeit als solche überhaupt gar nicht auftreten. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ja, ja, das geht in die Richtung. Sehen Sie, Sir, ich versuche zu sehen, zu verstehen, aufzunehmen, was es bedeutet, ernsthaft zu sein. Die Absicht, die Intention, der Drang, das Gefühl von vollständiger Verantwortung, das Gefühl von Handlung, das jetzt tun, doing, nicht ich werde tun. All das wird im Wort ernsthaft vorausgesetzt. Also zumindest sehe ich diese Dinge in diesem Wort. Können wir für einen kurzen Moment eins davon nochmal anschauen, was Sie da reinsetzen? Verantwortung. Fähig sein. Able to. Being responsive. Fähig sein, verantwortlich zu sein. Adäquat. Angemessen, verantwortlich zu sein. Richtig. Adäquat, also angebracht zu antworten. Die Herausforderung ist, dass die Welt in einer Unordnung, in einer Verwirrung ist, in Leid und gewalttätig und alles als menschliches Wesen, der Teil davon ist, der das erschaffen hat, muss ich doch richtig adäquat, also richtig anhaltend antworten, verantwortlich sein. Ernsthaftig in diesem Sinn meine ich, wie ich das beobachte, des Chaos, die Beobachtung des Chaos, und antworte ich nicht nach meinen Vorurteilen, nach meinen Überzeugungen und Tendenzen und Ängsten, sondern antworte ich wirklich auf das Problem, nicht nach meinem Übersetzung des Problems. Antworte ich auf das Problem, bin ich verantwortlich für das wahre Problem oder nur nach dem verantwortlich für das, was ich denke, dass das Problem ist? Also wir sprechen über, wie schwierig es ist, das mit Menschen, mit einer Person zu kommunizieren, die dieses Verständnis des Chaos nicht hat. Sie denken, es ist eine Art Plan, die man dafür hat, die man darüber legt. Und das ist ja das, worüber wir hier reden. Und wenn der Plan nicht funktioniert, dann blamieren wir uns selber. Aber wir antworten nicht auf die Herausforderung. Wir antworten auf unsere Schlussfolgerung in Bezug auf das Problem mit unseren Vorzügen und Abneigungen. Und deshalb, wir können es noch etwas weiter untersuchen. Der Beobachter ist das Beobachtete. Der Wandel, wenn er geschieht, ist vollständig, total, nicht teilweise. Man ist nicht länger außen, während man an etwas arbeitet, sondern, und wenn man an etwas arbeitet, dann ist es auch nicht außerhalb von etwas, sondern man ist dann eins. Sehr interessant, wir haben auch gestern darüber geredet, wenn wir tiefer darauf eingehen, dass die Welt bin auch ich und ich bin die Welt. Das ist keine intellektuelle oder emotionale Idee, sondern das ist eine Tatsache. Wenn ich mich dem Problem annähere, dem Chaos oder dem Leid, der Angst, der Gewalt, all dem, dann beobachte ich das und nähere ich mich dem mit meinen Ängsten und Verzweiflungen und Schlussfolgerungen an. Ich schaue das Problem gar nicht wirklich an. Denken Sie, dass es möglich ist, es so auszudrücken, wir geben dem Problem keinen Raum. Wäre das auch in Ordnung? Ja. Sir, lassen Sie uns das anschauen. Als ein menschliches Wesen haben wir dieses Elend auch erzeugt, was wir Gesellschaft nennen, in der wir leben. Eine unmoralische Gesellschaft, oder? Oh ja, vollständig unmoralisch.
Als ein menschliches Wesen haben wir das mit erschaffen. Aber dieses menschliche Wesen, das sich das anschaut, trennt sich selber davon ab und sagt, ich muss etwas über dieses Problem tun. Das Problem bin ich. Oder? Viele Leute antworten auf diese Weise. Sie sagen, schau doch einfach, wenn ich wirklich ernsthaft bin und verantwortlich bin, dann mache ich diese Handlung. Und zwischen mir und dieser Welt kommt diese flüssige Beziehung, welche vollständig ist. Gesamthaft ist. Alle Dinge, die außerhalb geschehen, sagen wir zum Beispiel 2500 Meilen entfernt, das hält doch alles nicht auf, wenn ich mich hier verändere. Also wie können wir denken, dass die ganze Welt ich bin und ich bin die ganze Welt? Und diese Einstellung kommt immer und immer wieder. Man kann sich nicht vorstellen, dass es irgendwo, also, dass es irgendwo ganz anders so ist wie hier. Was wäre Ihre Antwort darauf? Wir sind menschliche Wesen, wenn wir von unserer Etikette sprechen, Englisch, also wenn wir nicht von der Etikette sprechen, Englisch, Deutsch, Russisch, was auch immer. Ein menschliches Wesen, das lebt in Amerika oder Indien, hat die Probleme in Beziehung, mit Leiden, mit Gier, Eifersucht, Ambitionen, Verlangen. Das sind auch alles Teile unserer Probleme, die jeder von uns erfährt. Und wenn ich sage, die Welt bin auch ich und die Welt ist ich, ich bin die Welt und all das, dann sehe ich das als Wirklichkeit, nicht als ein Konzept oder Theorie oder als eine Idee. Also, jetzt ist meine Verantwortung zu dieser Herausforderung, angemessen zu handeln. Und um angemessen zu handeln, geht es nicht darum, was ich denke, sondern wie das Problem wirklich ist. Ja, ich folge Ihnen. Ich bin mir sicher, ich folge Ihnen. Ich dachte, während Sie das sagten, dass es vielleicht möglich wäre, die Frage zu beantworten, die ich gestellt habe. Und ich stelle die Frage einfach, weil ich kenne einige Personen, die das wahrscheinlich anschauen und die auch die Frage selber wieder stellen würden oder gern teilhaben würden an dieser Unterhaltung. So fragte ich mich, ob Sie vielleicht sagen würden, wenn man es auf diese Art sagt, hat man sich bereits schon von dem wirklichen Problem abgetrennt, dass in der wirklichen aktuellen Lage, wenn man es wirklich praktisch anwendet, dann ist diese Frage eigentlich nur eine Trennung, die eigentlich gar keinen Ort hat in der wirklichen Aktivität, von der Sie sprechen. Das ist jetzt sehr interessant, denn es bedeutet, dass die Person sehr sein Unglauben oder sein Glauben auch beiseite setzen muss und die Sache beobachten muss. Das ist nicht möglich, wenn der Beobachter verschieden vom Beobachteten ist. Jetzt würden Sie den praktischen Aspekt mit dem etwas weiter erforschen, erkunden. Menschen, Leute werden sagen, die an diesem Punkt zuhören, und es würde so aussehen, als ob die Menschen an diesem Punkt würden sagen, ja, okay, aber ich kann es nicht beenden, ich kann nicht aufhören. Ich kann es nicht aufhalten. Ich denke, ich habe eine Intuition über das, was sie sagen, aber in dem Moment, wo ich mich selbst öffne oder anfange, mich zu öffnen, sind all diese Dinge, die ich weiß, die sich wieder über mich ergießen. Und ich dachte, sie würden eigentlich nicht geschehen. Ich wäre frei von ihnen, aber sie prasseln wieder in der Diskussion auf einen ein. Aber die Leute tun nicht das, was sie wirklich angeben, dass sie es versuchen zu tun. Sie tun das in Wirklichkeit gar nicht, oder? Können wir diese Frage vielleicht auch nochmal so stellen?
Was ist, sollte ein menschliches Wesen tun? Mit diesem Problem konfrontiert, des Schmerzens, des Chaos, der Unordnung, was alles um uns herum geschieht, was sollte dieser Mensch tun? Er nähert sich diesem Problem gewöhnlich durch eine Schlussfolgerung, ein Glauben, eine Überzeugung, was er damit tun sollte oder besser tun sollte. Und das wird zwischen der Wirklichkeit gestellt. Diese Schlussfolgerung ist der Faktor, der Grund der Trennung, der Separation. Kann jetzt dieser Mensch, dieses menschliche Wesen, die Fakten, die Tatsachen dieser Verwirrung beobachten, ohne eine Schlussfolgerung, ohne jede Planung, ohne irgendeine voreingenommene, vorgeprägte Art, wie man aus diesem Chaos wieder herauskommen kann? Denn, weil wir sind alle voreingenommen mit unseren Schlussfolgerungen, Ideen und so weiter, das sind alles aus der Vergangenheit aufgestiegen. Ja. Und die Vergangenheit versucht, das Problem zu lösen, aufgrund der Abneigung und Zuneigung. Und so übersetzen wir es immer nach unseren vorherigen Schlussfolgerungen, aber die Tatsache verlangt nur, dass du einfach hinschaust. Die Tatsache, die Wahrheit verlangt, dass du hinschaust, dass du zuhörst, dass du beobachtest. Die Tatsache selbst wird die Antwort haben. Du musst keine Antwort zur Tatsache oder zu irgendeinem Fakt bringen. Mache ich mich jetzt hier wirklich, drücke ich mich richtig gut aus? Ja, ich höre wirklich sehr, sehr energisch zu. Ich habe Angst, wenn ich nicht weitergehe, wo ich noch nicht hätte beginnen sollen. Die nächste Frage, die natürlich aufsteigen müsste. Wahrscheinlich werden Sie denken, wenn ich die Frage stelle, dass es die falsche Frage ist, aber kann ein Mensch das kommunizieren, wie wir das jetzt aufgedeckt haben, entwickelt haben. Einer sagt, ich weiß es nicht. Es scheint nicht, dass ich das schon mal getan habe oder verstehe. Ja. Ich kann erkennen, alle Dinge, die hier beschrieben werden, dass sie schrecklich sind, dass sie Probleme machen, aber ich erkenne nicht die Dinge, die so erscheinen, dass sie versprochen werden, so nach dem Motto, nicht ich stelle sie mir vor, imaginär, und projiziere sie. Es ist ein Wandel, der sofort radikal transformiert jetzt werden muss. Wie ich will beginnen, was soll ich jetzt tun? Es sind mehrere Dinge, zwei Dinge. Als erstes, ich muss lernen von dem Problem. Das bedeutet, ich muss einen Mind, einen Geist, einen Verstand haben, der die Qualität von Demut hat. Ich komme da nicht hin und sage, ja, ich weiß alles und ja, kein Problem. Was der Mensch weiß, ist nichts weiter als Erklärung, als Vergangenheit, rational oder irrational. Der Mensch kommt zu dem Problem mit rationalen oder irrationalen, guten oder schlechten oder eigenen oder fremden Lösungen. Deswegen lernt er nichts von dem Problem. Das Problem wird unendlich viel Dinge enthüllen, wenn man einfach beobachtet und davon lernen will. Aber man muss Demut haben, man muss sagen, ich weiß es nicht, das ist ein großes Problem. Also schauen wir uns es an, lass uns davon lernen. Nicht ich komme hin mit meinen Schlussfolgerungen, dann habe ich schon längst aufgehört, von dem Problem zu lernen. Würden Sie vorschlagen, dass das Handlung ist, dass diese Handlung ein Warten auf das Problem ist, dass es sich selbst enthüllt? Genau, das ist es. Deswegen muss ich fähig sein, die Kapazität haben, es anzuschauen.
Ich kann es nicht anschauen oder hinkommen mit Ideen, mit allen voreingenommenen Schlussfolgerungen. Ich muss hinkommen und fragen, wo ist das Problem? Nicht, ich muss von dem Problem lernen, nicht nach einem Professor, nach das Problem oder Philosophen oder einem Sprecher das Problem betrachten. Dieser Einzelne hat die Fähigkeit dafür, etwas, eine Person werden, also das interessiert mich, wir sind so kleinkariert. Aber das bedeutet doch nicht irgendetwas Besonderes für die Handlung, dass wir das tun müssen, diese Fähigkeit, die wir besitzen. Sir, das Lernen ist die Handlung, das Lernen ist das Tun. Exakt, ja, ich frage mich, ob wir uns das klar machen können, weil wir bilden uns immer ein, wenn ich Ihnen richtig folge. Wir verfolgen eine Möglichkeit, weil wir die Möglichkeit verfolgen, denken wir, dass eines Tages wird sich die Möglichkeit von selbst erfüllen. Natürlich. Wenn ich jetzt das in beide Richtungen richtig verstanden habe, keine Möglichkeit kann sich selbst erfüllen. Keine Möglichkeit kann sich selbst verfolgen, aber es wird von uns allen geglaubt und es geschieht aber nie wirklich im echten Leben. Aber es ist sehr einfach, Sir. Es gibt diese Verwirrung, das Elend, die Verwirrung, diese immense Angst, Leid, Unterdrückung, Gewalt in dieser Welt. Ich, die menschlichen Wesen, haben das erschaffen. Menschliche Wesen haben eine Struktur der Gesellschaft aufgebaut und erhalten dieses Chaos damit. Das ist eine Tatsache. Jetzt komme ich an das Problem heran. Ein menschliches Wesen versucht, dieses Problem nach seinem eigenen Plan und seinem eigenen Vorurteil zu lösen. Und das passiert alles auf Wissen. Das bedeutet, er hat bereits das Problem verstanden. Aber das Problem ist immer neu. Ja. Also ich muss frisch, neu an dieses unbekannte Problem herantreten. Eine der Dinge, die mich immer beschäftigt haben, seit vielen Jahren als ein Leser, Student, als ein Mensch, wessen tägliche Arbeit die Studien der Schriften beinhaltet. Das ist die wiederholende, der andauernde Aussage, zu der man kommt, manchmal in einer sehr dramatischen Art. Es gibt doch hier etwas von Jesus zum Beispiel. Jesus spricht und er sagt, dass sie zuhören, aber nicht verstehen, dass sie hören, aber nicht zuhören, sie beobachten, aber sie sehen nicht und tun nicht. Und dann, aber dann scheint es, dass er nicht sagt, um das zu erhalten, tut dies oder tut das. Das nächste, wo er daran kommt, ist die Analogie mit dem Kind. Er sagt, glaube wie ein kleines Kind. Ich möchte jetzt hier nicht über Worte sprechen, weil das wäre absolut unnütz. Das verstehe ich. Was wird mit Glauben gemeint? Wir werden wahrscheinlich später noch darauf kommen, aber die Analogie mit dem Kind setzt voraus, suggeriert, dass das Kind etwas tut, das später im Leben verloren geht. Natürlich gibt es keine perfekte Kontinuität, Weiterführung, aber warum, seit diesen Jahrzehnten, haben die Menschen das wieder gesagt, nämlich, du hörst nicht zu, du siehst nicht. Und es geht ja nicht um eine Operation, sondern eine Analogie. Und die meisten gehen noch nicht einmal zu einer Analogie, halten einfach nur eine Blume herauf.
Wir leben nur in Worten, Sir. Die meisten Menschen leben in Worten. Sie gehen nicht über die Worte hinaus. Und worüber wir hier sprechen, ist nicht nur das Wort, die Bedeutung des Wortes, die Kommunikation, die darin existiert, Worte zu benutzen, sondern die nonverbale Kommunikation, eine Einsicht zu besitzen, eine Einsicht zu haben. Darüber sprechen wir die ganze Zeit bis jetzt. Das bedeutet, der Mind, der Verstand, der Geist kann nur eine Einsicht haben, wenn es fähig ist, zuzuhören. Wenn es die Kapazität hat, dafür offen zu sein. Und du hörst zu, wenn die Krise vor deiner Tür lauert. Ich denke, ich bin an einem Punkt angekommen, der fest ist, massiv. Ist es so, dass wir nicht uns selbst erlauben, den Zugriff auf die Krise nicht erlauben? Die Krise, die die ganze Zeit da ist, ist nicht episodisch, die ist nicht mal dann und dann da, sondern sie ist immer da. Und wir tun etwas, um uns von dieser Krise die ganze Zeit abzuschotten. Oder wir wissen nicht, wie wir dem Problem begegnen sollen. Wir wissen nicht, also entweder vermeiden wir das Problem, oder wir wissen nicht, wie wir dem begegnen sollen. Oder wir sind so verschieden, wir sind so eingefahren geworden. All diese drei Dinge sind darin enthalten, dass wir dieses Problem nicht wirklich betrachten. Weil ich habe Angst. Jemand hat Angst. Mein Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also geht man zu einem Analytiker. Oder zu einem Priester. Oder man liest ein Buch, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Dieser Mensch wird unverantwortlich. Manche Menschen werden das so auffassen, die Enttäuschung, dass die Sachen nicht so gekommen sind, wie sie wollten. Also warum sollten wir nicht etwas Neues probieren? Und das ist dann der Buffer, der Sicherheitsbuffer. Das ist das Vermeiden. So viele Wege gibt es, clever, schlau, sehr subtil, diesem Problem zu entgehen. Das ist alles ein gewisser Grund, diesem Problem zu entgehen. Was wir versuchen hier zu sagen, zu verstehen, ist, dass der Beobachter die Vergangenheit ist, wie wir auch gestern sagten. Der Beobachter versucht zu übersetzen und zu handeln, wie es die Vergangenheit vorschreibt. Wenn die Krise, wenn das Chaos, wenn der Krieg ausbricht, die Krise ist immer neu. Sonst wäre es ja kein wirkliches... Eine Herausforderung muss neu sein, ist immer neu, sonst wäre es keine Krise. Aber wir Menschen übersetzen dieses Problem immer durch unsere Vergangenheit. Können wir jetzt diese Herausforderung oder diese Krise anschauen, ohne die Antwort der Vergangenheit, ohne die Vergangenheit darauf antworten zu lassen? Darf ich einen Satz aus Ihrem Buch lesen? Ich denke, dass dies eine sehr direkte Beziehung zu dem hat, worüber wir gerade sprechen. Es ist ein Satz, der... Ich muss diese Brille zum Lesen abziehen. Es ist ein Satz, welcher mich festgehalten hat. Durch Negation, durch Verneinung. Durch Verneinung, okay, through negation, durch Negation, durch Verneinung, etwas geschieht. Natürlich, also wir lassen es nicht da, wir sagen einfach,
ohne Konsequenzen darüber nachzudenken, zu sagen, jetzt muss ich etwas Nonverbales machen oder ich sage jetzt etwas, weil ich nonverbal nicht kommuniziert habe. Es hat alles überhaupt gar nichts damit zu tun. Es muss etwas getan werden. Es ist eine Handlung. Und jetzt zu dieser Negation. Durch Negation kommt das einzig Wahre, das wirklich ist, in Erscheinung. Es ist aus dem Erwachen der Intelligenz, ein Buch von Krishnamurti, auf Seite 96 im Kapitel Freiheit in der englischen Buchfassung. Durch Negation, durch Verneinung, das ist das Wort für diese Handlung. Das Ding, die Sache, die allein nur das Gute, Positive ist, was für mich so sich anhört, dass etwas Einzigartiges dahinter steckt, etwas, das nicht einfach nur immer weitermacht und sich wiederholt. Das, was einzig wahr ist und positiv ist, kommt in Erscheinung, tritt in Erscheinung. Also, wir müssen wieder da beginnen, wo wir angefangen haben, in unseren früheren Gesprächen, nicht von Wissen und Zeit abhängig zu sein. Könnten wir uns diese Verneinung, diese Negation noch einmal anschauen? Ich habe das Gefühl, wenn ich das richtig verstanden habe, dass solange wir dieses Beenden, diese Negierung, dieses Verneinen nicht tun, was bedeutet, nicht eine anpassende, dann wird diese Anpassung und die Kommunion und die Beziehung einfach nie erreicht werden ohne das. Ist das richtig? Richtig. Aber lassen Sie es uns so sagen. Ich muss negieren, verneinen. Ich meine, nicht intellektuell oder verbal. Ich muss tatsächlich die Gesellschaft verneinen, in der ich lebe. Ich muss sie ablegen. Die soziale, die Voraussetzung dieser unmoralischen Werte, auf welcher diese Gesellschaft aufgebaut ist, das muss ich vollkommen, diese Unmoral muss ich vollkommen negieren. Und so lebe ich moralisch. Indem ich das Falsche ablege, ist das Positive die Moral. Man kann nichts Positives tun, man kann nur das Schlechte weglassen und das ist positiv. Ich möchte das jetzt richtig verstehen, Schritt für Schritt, was Sie gesagt haben. Ich negiere vollkommen die Idee des Erfolgs, des Wetteiferns, Wettstrebens. Okay? Ja. Ich verneine das vollkommen, ich lege das ab. Nicht nur im Sinne von etwas erreichen, in der Geldwelt, Geschäftswelt, in einer Welt des Geldes, der Position, der Autorität. Ja? Ich verneine das alles, was damit drin hängt. Und ich verneine auch den Erfolg in der sogenannten spirituellen Welt, erleuchtet zu werden. Oh ja, ja, ich sehe schon die Verführung. Ja. Das ist genau dasselbe, ob spirituell oder kapitalistisch, physikalisch, moralisch. Das ist dasselbe, Erfolg. Indem ich jetzt diesen Erfolg von mir weise, vollständig, dann kommt eine Energie, dann steigt eine Energie auf. Durch das Ablegen, das Verneinen, das Zurückweisen, werden wir uns vollkommen neu verhalten. Das geschieht nicht im Feld der Anpassung, Nachahmung und des Erfolges, sondern es ist ein ganz neuer Zustand. Durch diese Negierung, ich meine, wirkliches von sich weisen, nicht nur eine ideologische Verneinung. Wirklich, dass alles für immer von sich, von dem Unmoralischen, was man für unmoralisch hält, für immer von sich zu weisen. Dann kommt das Wahre in Erscheinung. Ich meine, versuchen moralisch zu sein, ist unmoralisch, ja. Könnte ich vielleicht einen Schritt weiter hineingehen? Also es wäre für mich auf jeden Fall ein Schritt weiter. Es gibt etwas, das ich ein Doppelaspekt in dieser Negation wahrnehme. Ich würde sehr gerne
verstehen, ob das gleichförmig mit ihren Gedanken geht, mit ihrem eigenen Gefühl. Ich wollte schon Statement sagen, Aussage, aber ich habe aufgehört, sie machen keine Statements. Mein Verlangen nach dem Erfolg in sich selbst ist eine, mit dem halte ich mich selbst vom Problem fern zurück, über das wir gesprochen haben. Und das selbst ist eine Form der Negierung. Ich habe mich selbst, ich habe den Zugriff auf mich selbst von mir gewiesen. Ich habe mich selbst, ich habe Gewalt zu der Sache angetan, dass sie sich selbst enthüllen kann. Also werde ich meine eigene Negation, meine eigene Verneinung verneinen. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn wir das Wort negieren, verneinen, ab, zurückweisen, nehmen, wie man es gewöhnlich versteht, ist es eine Handlung der Gewalt. Ja, es ist eine Handlung der Gewalt. Ich weise es zurück, ich mache nicht mit. Für immer, weg von hier. Wir benutzen das Wort negieren nicht im gewalttätigen Sinne, sondern das Verstehen des Erfolges, was Erfolg voraussetzt, das Verständnis von Erfolg setzt voraus, dass ich von dir verschieden bin, dass ich oder etwas möchte oder verlange, Erfolg, welcher mich in eine Position, eine bessere Position der Autorität, Macht und des Prestiges, des Luxus anheben wird. Also indem ich diesen Erfolg so verneine, verneine ich mein Verlangen, mächtig zu sein. Aber ich negiere das nur wirklich, wenn ich den ganzen Prozess dieses gewalttätigen, involvierten Problems verstehe, die mit dem Erfolg zusammenhängen. Darin wird Wurzellosigkeit, dass man keine Wurzeln hat, mangelnde Liebe, vorausgesetzt, dass man überhaupt nicht ernsthaft über etwas abwägt, nachdenkt, der Mangel, dass man sich immer anpasst, imitiert, dass man die sozialen Strukturen als gegeben annimmt, all das ist involviert und das Verständnis von all dem, dann wirklich verneint man den Erfolg in seiner ganzen Tragweite. Es ist überhaupt nichts Gewalttätiges. Im Gegenteil, es ist eine Handlung der unglaublichen Aufmerksamkeit. Ich habe etwas in meiner Person abgelegt. Ich habe mich selbst negiert. Ich habe mich selbst verneint. Das Ich, was getrennt ist von dir, exakt. Und deswegen weise ich es zurück, und das ist die Gewalt, die kommt, wenn es Trennung gibt, also Konflikt. Würden Sie das Wort, Selbstverneinung verwenden? Also nicht im Verständnis, wie wir es jetzt aufgenommen haben, aber wenn es etwas gibt, was in der Vergangenheit gesagt wurde, das dem vielleicht nahe kommt, könnte ein Mensch, der diese Wörter gesehen hat, Selbstverneinung, könnte der das so verstehen, wie Sie das gerade eben erklärt haben? Ich fürchte nicht. Das ist Schmerz, Gewalt, wir verstehen es nicht richtig. Aber wenn er verstanden hat, was Sie gesagt haben, warum soll man ein anderes Wort verwenden, wenn man das doch verstanden hat? Vielleicht wollte er das kommunizieren mit jemandem, vielleicht. Aber verändert die Worte, dass wir beide die Bedeutung des Selbstverneinens verstehen. Alle Religionen, denke ich, haben ihre Handlung auf Selbstverneinung, auf Selbstunterdrückung, Opferung, Aufopferung, Hingabe, verneinen dein Verlangen, schau keine Frauen an, verneine, reich zu sein und so weiter, die Armut zu bekämpfen, dass die ganzen traditionellen Rituale, Zelebrierung, ein
Das ist eine Störung der klaren Aufmerksamkeit. Wenn ich etwas klar sehe, dann ist die Handlung sofort, augenblicklich, nicht zeitverzögert. Also verneinen, negieren, abweisen, zurückweisen bedeutet Diligence. Also Sie wissen schon, Diligence bedeutet vollständige Aufmerksamkeit der Tatsache des Erfolges zum Beispiel als Beispiel zuzuwenden. Meine ganze Aufmerksamkeit nun diesem Erfolg und was darin hängt zu wenden. In dieser Aufmerksamkeit wird die ganze Karte des Erfolges enthüllt. Mit den ganzen Horrors, mit allem, was darin involviert ist. Und nur dann ist das Sehen die Handlung im Moment. Und dann ist es vorbei, für immer. Der Verstand, der Mind, der Geist, ja, der wird durch den Erfolg nur bitter und alles, was noch damit drin hängt. Was Sie sagen, fasse ich so auf. Wenn es mal geschieht, dann gibt es keine Wiederholung, also kein Zurück mehr. Als Beispiel, es ist nicht etwas, das man aufbewahren muss, keep up. Nein, natürlich nicht. Ich bin sehr erleuchtet, dass wir das jetzt hier so erkennen können. Ich bin zufälligerweise der Oberhaupt einer großen Organisation geworden und ich sah um mich herum viele religiöse Organisationen, katholisch, protestantisch, buddhistisch, hinduistisch und alle versuchten die Wahrheit zu finden. Also sagte ich mir, keine Organisation kann Menschen zur Wahrheit bringen. Also habe ich das Problem schon aufgelöst. Angst, Armut und all das. Ich kann da nicht zurückgehen zu diesen Organisationen. Wenn du etwas als Gift erkennst, dann wirst du es nie wieder einnehmen. Es ist nicht so, ich habe einen Fehler gemacht, ich gehe nochmal zurück und mache denselben Fehler nochmal. Es ist so, Sir, wie wenn Sie Gefahr wahrnehmen. Wenn du Gefahr siehst, da gehst du nicht einmal in die Nähe dieser Gefahr. Ich hoffe, ich bin nicht ignorant oder unwissend, wenn ich nochmal über Worte spreche. Aber wissen Sie, so viel der Dinge, die Sie sagen, werfen ein Licht auf bekannte, allgemein gebrauchte Begriffe, welche für mich zumindest alle erleuchten. Sie hören sich ganz anders an als die Worte, die wir gewöhnlich hören. Man sagt ja in Englisch auch immer, Übung macht perfekt. Also jetzt offensichtlich macht Übung nicht perfekt. Das kann nicht der Fall sein, wenn wir mit Übung das meinen, dass wir etwas wiederholen. Übung macht perfekt. Es kann keine Wiederholung sein, aber wenn Übung etwas anderes bedeutet, wie es die griechische Praxis sagt, die es direkt mit der Handlung beschäftigt und auseinandersetzt. Ja, mit der Handlung. Ja, Sir, mit der Handlung. Dann bedeutet das, es perfekt zu machen, ist nicht mehr in Bezug zur Zeit, überhaupt nicht. Es ist in der Handlung selbst, in diesem Augenblick, wo man es tut, ist es Perfektion. Es tut mir leid, aber ich wollte das Wort instant sofort wieder verwenden, aber ich verstehe jetzt, warum das totaler Schwachsinn ist. Aber ich denke, in unserer Unterhaltung, in unserem Gespräch, der Drang nach den Worten ist etwas sicherlich produktiv, denn wir können uns selbst den Worten öffnen, so wie wir es tun, wenn man die Worte auf diese Dinge Art sieht. Da gibt es ein riesiges Phänomen, was wie eine magische Signatur an Wichtigkeit plötzlich erlangt. Ich möchte nicht irgendwie hier etwas herausfallen, aber es öffnet einfach eine Tür. Und wenn man hineinläuft, dann erkennt man sich sofort in dieser Krise, auf eine solche Weise,
dass der Mensch, dass wir ich uns dem annähern, was Sie dem einen Menschen, dem einzigen allein, so sagen nennen, dem Einzigartigen, der in Erscheinung tritt. Ja, Sir, können wir jetzt zurück, also, naja, vorwärts gehen, natürlich, zu Freiheit und Verantwortung und Beziehung. Da haben wir gestern aufgehört. Ja, richtig, das ist aus dem Kapitel Ihres Buches Freiheit, Frieden. Zuerst können wir in diese Frage eindringen. Was bedeutet es, verantwortlich zu sein? Das sollte ich eigentlich mögen. Ich denke, das ist, was wir in dieser Welt vermissen, so wie es heute vor sich geht. Wir fühlen uns nicht verantwortlich. Wir fühlen uns nicht, also wir sind verantwortlich. Wir sind unverantwortlich, weil die Leute in Position, Verantwortung, in der Position sind verantwortlich, aber wir nicht, wir sind die kleinen Männer. Das ist das allgemeine Gefühl, was sich auf der ganzen Welt verbreitet, weil die werden bezahlt, dass sie eine Arbeit machen, deswegen sind sie verantwortlich. Genau. Die Wissenschaftler, die Politiker, die Erzieher, alle Leute, die religiösen Leute, sie sind verantwortlich, aber ich weiß nichts darüber, ich folge ihnen einfach. Das ist das allgemeine Gut, das ist das allgemeine Vorgehensweise, wenn es darum geht. Also ich, folgen Sie diesem ganzen Prozess. Man denkt, man kommt aus diesem Problem so heraus, weil es der Fehler des anderen ist. Also ich mache mich selbst unverantwortlich, indem ich die Verantwortung Ihnen abgebe. Dadurch werde ich unverantwortlich. Jetzt sagen wir, niemand ist verantwortlich, nur du. Du selbst. Aha. Weil du bist die Welt und die Welt ist auch du. Du hast dieses Chaos, diese Unordnung errichtet. Du kannst diese Klarheit auch wieder herbeiführen, zurückführen. Deswegen sind wir total, völlig, absolut, einzigartig verantwortlich sein. Doch niemand anderes, nur du selbst. Jetzt. Das bedeutet, du musst dir selbst ein Licht sein. Nicht das Licht eines Professors, eines Analytikers, eines Psychologen oder das Licht des Jesu oder was auch immer, Bhagavad Gita. Du musst dir selbst ein Licht sein. In einer Welt, die völlig dunkel geworden ist. Ja. Das bedeutet, du musst verantwortlich sein. Was bedeutet das Wort verantwortlich sein? Responding, responsibility. Es bedeutet to respond, antworten. Es bedeutet adäquat, angemessen zu jeder Herausforderung zu antworten. Darauf richtig zu handeln. Du kannst nicht angemessen reagieren, agieren, wenn du dich auf die Vergangenheit stützt. Ja. Weil die Krise, die Herausforderung ist neu, sonst ist es keine Herausforderung. Eine Krise, ein Chaos ist neu, sonst wäre es doch kein Chaos und keine Krise. Also, wenn ich antworte auf eine Krise in Form eines vorgefertigten Planes, wie es die Kommunisten getan haben und auch andere, die Katholiken, die Protestanten und so weiter, dann antworten sie nicht vollständig, total und angemessen auf die Herausforderung. Das bringt mich zurück zu etwas, das ich denke, es ist sehr deutsch, in einer dramatischen Konfrontation, Situation zwischen dem Soldaten und dem Lord Krishna in der Bhagavad Gita. Arjuna, der General der Armee, sagt zu Krishna, sag mir definitiv, was ich tun soll und ich werde es tun. Jetzt, Krishna dreht sich nicht um und sagt, also ich werde nicht sagen, was du tust.
Weil natürlich weiß er zu dieser Zeit, er wird es ihm nicht sagen. Krishna wird es ihm nicht sagen. Und Krishna hat dann gesagt, das sei unverantwortliche Reaktion aus Sicht des Lehrers. Aber nein. Wenn man das richtig versteht, er konnte gar keine Antwort darauf geben. Er konnte es nicht anders tun. Wenn als der Arjuna die Frage gestellt hat, hat er die Frage aus der Unverantwortlichkeit heraus gestellt. Natürlich, weil er es zurückgewiesen hat, Verantwortung zu übernehmen. Ja, natürlich, er hat es abgelehnt. Deswegen, Sir, Verantwortung, Verantwortlichkeit bedeutet völlige Hingabe, total commitment, völlige Aufopferung zu der Herausforderung. Antworten angemessen, vollständig, total zu einer Krise zu reagieren, zu antworten. Das ist das, was das Wort Verantwortung bedeutet. Verantwortung zu antworten. Ich kann nicht antworten vollständig, wenn ich Angst habe. Oder ich kann auch nicht vollständig antworten, wenn ich nur Vergnügen, Genuss verfolge. Ich kann nicht vollständig, total antworten, wenn meine Handlung eine Routine ist, wiederholend ist, traditionell ist, konditioniert ist, fragmentiert ist. Also, um angemessen einer Krise entgegenzutreten und zu beantworten, muss ich, also die Vergangenheit, aufhören, enden. Und man sitzt nicht da und macht nicht auf der Linie einfach weiter, natürlich nicht. Schau doch mal, was politisch passiert und überall sonst. Wir fühlen uns nicht mehr verantwortlich. Wir fühlen uns nicht verantwortlich, wie wir unsere Kinder erziehen. Ich verstehe das wirklich, denke ich, in unserer nächsten Unterhaltung. Ich würde sehr gerne hier weitermachen, aber wir hatten es gerade davon, wir müssen für unsere Handlung verantwortlich sein, aber das ist auch nicht das, was Sie wirklich gemeint haben. Das geht darüber hinaus. Okay, machen wir dort weiter. Lassen Sie uns das tun.